herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge nach etwas langer Zeit. Ich bin heute nicht alleine, ich bin heute mit dem Proxian. Hallöchen! Hallöchen! Und wie ihr schon sehen könnt hier und im Content, unser neues Spiel, was gerade rausgekommen ist, Cyberpunk 2077. Man sagt auch 2077. Oder 2077, genau. Und wir haben uns gedacht, weil es ja gerade so spannend ist und neu rausgekommen ist, dass wir es einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, ich kenne das Spiel noch nur vom Hören und soweit von den Trailern, aber ich habe es noch nie gespielt. Ich werde es heute auch zum ersten Mal spielen. Seid gespannt, deine Szene. Ich habe es mal ausprobiert, sagen wir jetzt mal schon mal im Voraus. Und es ist ein geiles Game. Leider halt, wie schon die ganzen Zeitschriften schon gesagt haben, hat leider die PS4-Version. By the way, wir spielen auf der PS4. Leider ein paar Probleme und Macken, was hier zum Beispiel Bildbearbeitung angeht. Deswegen seid uns nicht böse, wenn es mal kurzzeitig hakt oder irgendwas zu langsam geht. Ist die PS4, ist noch nicht die neue PS5. Aber genau. Ich sag euch, die wird euch sich nächstes Jahr gegönnt. Mein Kollege hat schon mal übersprungen. Jetzt sind wir gerade da. Genau. Wenn du jetzt auf Neuspiel gehst, dann kannst du ein neues Spiel starten. Okay, dann machen wir das doch mal. Da gibt es verschiedene Kategorien an Schwierigkeitsgraden. Ja, warte mal kurz. Da habe ich eine Idee. Ja. Ich schalte mal kurz meinen Generator hier auf 4. Dann können wir uns gleich mal entscheiden, was für eine Schwierigkeitsstufe wir am Anfang nehmen. Wir machen das jetzt perfekt so aus, ich weiß nicht, bist du mehr so der einfache Typ? Ja. Und ich mehr so der Hardcore-Ficker, aber naja, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ah, alles gut. So, ich drücke mal auf den Button. Ja, vielleicht sollte ich den Zuschauern kurz erklären, wir haben hier eine App. Und zwar die nehmen normal. Die App hat normal gesagt. Ja, und zwar, dass die App die praktisch auswürfelt, was für ein Charakter. Wir müssen jetzt praktisch jetzt am Anfang erstmal einen Spielcharakter erstellen. Wir nehmen normal. Ja, wir nehmen mal. Und jetzt haben wir die Möglichkeit zwischen Nomad, Streetkick und Konzerne. Zum Beispiel, ich fange mal an mit dem Konzerne. Ja. Fangen wir mal von hinten an. Konzerne ist, du bist in einer großen Firma angestellt. Also so ein Spionageabwehrtyp, ne? Und du musst halt versuchen, halt jemanden aus dem Geschäft zu drängen. Ich verstehe. Das geht aber wiederum, ne? Ja. Aber ich will nichts weiter. Also wahrscheinlich auch Wohlstand und sehr reich. Ne? Na klar, du bist anfangs wirklich sehr reich, sehr wohlständig und du musst dementsprechend auch agieren wie ein wirklicher Konzerner. Ja. Street Kid, kannst du ja mal drauf gehen, nur drauf gehen mit dem Cursor, hier mit den, genau. Da kannst du es hier immer durchlesen. Ah ja, das steht ja. Es heißt, wer die Straßen von Night City verstehen will, muss in ihnen leben. Du bist mit Gangs, Fixern, Puppen und Dealern aufgewachsen, okay? Also eher so ein bisschen ghetto-mäßig. Das Gesetz des Dschungels verlangt, dass du Schwachen und den Starken dienen. Das einzige Gesetz, das du in Night City noch nicht gebrochen hast, okay? Genau, und das ist halt Street Kid und Nomad. Du fängst komplett außerhalb von Night City an. Was hast du denn jetzt wieder gemacht? Ja, jetzt müssen wir nochmal generieren, ey. Ja, nee, alles gut, ich bin aus Versehen zurückgegangen. Nee. Nein, lass mir aber nochmal. Na gut, okay, lass ich durchgehen. So, ich muss nur mal gucken, wie ich das mit dem Cursor hier mache. Du gehst damit. Okay. Mein Kollege hier, der Julian, der ist eigentlich mehr so ein PC-Spieler. Genau. Nee, das Ding ist auch, ich habe jetzt länger nicht mehr... Okay. Ja, jetzt gehst du mal von den Battles runter, ey. Ja. Wir wollen dir noch ein bisschen erzählen, bevor wir jetzt eine Wahl treffen. Ja. Also, wir machen das alles auch über einen Zufallsgenerator, wie wir jetzt genau starten. Es sei denn, du hast irgendwie was Spezielles, was du haben möchtest. Nee. Hast du einen Wunsch? Was also, ich würde es im Zufall... Also, ich meine, Konzerner klingt erstmal so an sich spannend. Hat man natürlich schon viel Lebensgeschichte hinter sich wahrscheinlich, wenn man reich ist und so. Man hat wahrscheinlich es nicht so leicht mit der Konkurrenz, aber einem geht's gut, man hat einen Wohlstand. Anders als beim Street Kid, der eher so wahrscheinlich Aufträge erfüllen muss. Naja, der kennt sich auch schon mit den Jargon und sowas aus, mit den ganzen Gangs und so. Genau, wahrscheinlich hat er auch viele Freunde und so, mit denen er da irgendwie zusammen Aufträge macht. Ja, es gibt halt unseren Hauptfreund, den Jackie. Genau. Und der ist halt relativ cool drauf. Wie man ihn auch, also für die Jackie noch nicht kennen, ihr kennt den auch eventuell von der Preview, von dem Gameplay, was CD Projekt damals mal rausgehauen hat, auf der E3 oder auf der Gamescom, ich weiß gar nicht mehr was. Ich weiß es leider nicht, aber... Auf jeden Fall, ihr seht ihn auch im Trailer, das ist der coole Kerl mit dem kleinen Mini-Zopf. Mhm. Der etwas breitere gebaute. So, aber jetzt wollen wir nicht mal weiter um heißen Brei reden, jetzt wollen wir mal die App fragen, welchen spielen wir? Nomad, Street Cat oder Konzerne? Normale würde ich auch nochmal kurz vorstellen, das war der... Oder so. Das war der sozusagen schlechteste Charakter aus dem einfachsten Verhältnis. Wieso der schlechteste Charakter? Nein, ich meine... Ich meine, die können auch richtig geile Kerle sein. Okay, nee, ich meine im Sinne von allen drei gesehen, das ist so ein bisschen der einfachste Charakter, also der... Wohlstand wenigste, oder?
Oder richtig. Du lebst halt nicht in Night City, du fährst halt erstmal komplett draußen rum und das finde ich eigentlich auch ganz geil. Das sieht auch echt cool aus in der Vorschau. Es scheint sich auch mit Autos vielleicht gut aus. Ja, Technik und so. Treibstoffdepots, alt und dran, Schrottplätze aufgewachsen. Das klingt eigentlich auch nice. Das ist eigentlich sehr technisch. Also ich frage jetzt erstmal, also ich würde sogar sagen, wir nehmen den sogar, den Nomad, aber warte. Wir müssen erstmal die App fragen. Die App wird uns jetzt den richtigen Weg erweisen, den wir für dieses Let's Play brauchen. Genau. Oder zumindest für dieses Video. So machen wir das. Okay. Er sagt, nimm Street Kid. Gut, dann nehmen wir den Street Kid. Finde ich auch eine gute Mischung aus beiden. Hm? Hat so ein bisschen was von technischen Erfahrungen, aber auch was von Aufträgen und Erfahrungen mit... Soziales. Soziales mehr, genau. Ja, was willst du? Gangs und so. Bisschen Verbrechen so. Naja, genau. Jedenfalls das Stadtleben kennen wir damit. Okay, dann drück mal auf X, sonst wird das nichts. So, genau. So, X ist gedrückt. Jetzt darfst du dir deinen Charakter auswählen. Willst du eine Dame spielen oder müssen Herren spielen? Ich sag's jetzt mal schon mal im Voraus, meine Damen und Herren, man kann alles Mögliche sein. Du kannst sogar divers sein. Es ist nur erstmal das Anfangsmodell, was du auswählst. Du kannst auch ein Mann sein und eine fröhliche Höhle bei sich haben. Verstehe schon. Oder du bist eine Dame, die die Palme wedeln kann. Also praktisch, das Geschlechtsteil ist unterschiedlich. Es ist komplett, kann man komplett gender überzeugend. Also, um mal die Sache kurz zu machen, ich entscheide mich für die männliche Person und ich würde sie auch männlich lassen. Sexist. Ich lasse es so realistisch. Willst du dir einen wirklichen eigenen Charakter machen? Weil das dauert eigentlich am meisten. Ich würde oder jetzt willst du sagen, zufallsgeneriert machen? Ich würde jetzt Zufall machen. Ja, dann gehen wir da auch noch Zufall. Mal gucken, was so rauskommt. Oh, geil, ey. Das ist ja eine richtige Puppe hier. Ich würde tatsächlich noch mal... Ja, drücken wir noch mal drauf. Mal gucken, was es noch gibt. Ah, warte mal. Das bis mir gefällt. Oh, das sieht cool aus. Ey, der richtige, hier, ein richtiger Krieger, Alter. Der sieht cool aus. Das sieht cool aus, ja. Komm, den nehmen wir. Dann mache ich... den nehmen wir. Den Fridolin nehmen wir. Aber geh noch mal... also, du kannst noch die Genitallänge noch bestimmen, wenn du willst. Ganz unten beinahe sogar. Hoch im Bart, warte, Tattoos. Warte. Also wirklich, das haben sie wirklich gut gemacht damals. Du kannst auch hier. Oh, du hast rote Fingernägel. Penisgröße. Nice. Genitalien, an oder aus. Wenn du jetzt anschaltest, dann siehst du den Pimmel. Siehst du das Genital. Sollen wir das machen? Ich glaube, den Strike wollen wir uns nicht einhandeln. Nee. Aber wir sagen einfach mal, alles gut. Wir sind gut ausgerüstet, denke ich mal. Wir sind ausgerüstet. Aber jetzt bin ich eigentlich schon ein bisschen neugierig, nein, was sie sich da gemacht haben. Nein, okay. Nee, lass mal lieber, ich will da jetzt nichts verpixeln. Alles klar. Nee. Oder kannst du verpixeln? Ist ja ein Spiel. Nee, ich meine, kannst du verpixeln? Ja, kann ich. Dann mach ruhig an, Wir sollen schon alle wissen, dass du einen großen Penis haben möchtest. Nee, keine Ahnung, man sieht da doch gar nichts. Guck. Und doch, geh einfach da oben auf Genitalien und drück auf A aus, an. Auf was? Einfach auf Genitalien gehen. Geh doch mal auf Genie. Genau, so. Jetzt drückst du R1 oder L1. L1 oder R1. Da kannst du entscheiden, ob du eine fröhliche Schlottergrube haben oder einen Pullermann. Ah, verstehe, jetzt sehe ich das. Okay. Ja. Ja, anscheinend will der Herr wirklich ein Herr bleiben. Ja. Jetzt kannst du auch die Größe deines Genitals bestimmen. Alter, müssen wir das machen? Ey, Alter. Okay. Ja, nimm die Fleischpeitsche. Nimm die Fleischpeitsche. Julian, nimm die Fleischpeitsche. Ja, alles gut. So, reicht jetzt auch. Lebt deine Träume aus. Jetzt haben wir das auch geklärt. So, ich mach mal auf weiter. Ja, mein Kollege hat es natürlich verpixelt für euch. Ne? Hier kein Fanservice. Genau. By the way, jetzt musst du hier deine Punkte ausgeben. Wie damals beim Pen & Paper, weißt du noch? Ja. Da musst du halt deine ganzen Attributspunkte ausgeben. Ja, ich verstehe. Ne? Attributspunkte, Intelligenz, was war das, Reflexe und diese ganzen Eigenschaften. Ne? Also, da du jetzt ein Street Kid bist, wäre ich dafür, dass du dass du Coolness und Reflexe-Skills. Technische Fähigkeiten machen wir mal 5. Oder so. Und Coolness 4. Intelligenz. Mach Coolness 5. Intelligenz finde ich auch noch wichtig. Alter, mach Coolness 5, sonst ist das Talent nicht voll aufgewertet. Okay. So ist besser. Reflexe 4. Dann würde ich. Konstitution 4, würde ich sagen. Ja, das ist schon halt so eine glorreiche Mitte hast. Dann bist du eher der Technik-Freak. Gut. Ja. Okay, weiter. Mhm. Der Biomonitor, was geht genau. ab? Ja, das ist jetzt deine Daten. Du bist als Street Kid aufgewachsen, kennst dich mit Drogen, Gangs und allem nur Möglichem aus. Genau. Und du bist zu 4% Konstitution, du bist zu 4% intelligent, hast Reflexe von einem Stein und technische Fähigkeiten, ja,
4 entspricht nur einer Reflexfähigkeit. Nein, mein Spaß. Ah, okay, ich sag schon. Und Coolness bist du wie ein Eiswürfel. Naja, drück ja, mal auf okay. Weiter. Ja, machen wir mal weiter. Bestätigen wir das Ganze mal so. Jetzt kann es ja losgehen. So. Ja, ich würde sagen, den Ladebildschirm überspringst du dann zum Teil. Ja, ich würde das hier laufen. Den verkürzen wir. So, jetzt warten wir mal einen Moment. Ja. Ladebildschirm. Währenddessen, lecker, lecker, lecker. Ich trinke gerade richtig leckeren Erdbeersaft. Ah, ja. Sehr rauchig im Abgang. Ja, na siehst du. Da habe ich immer meinen fröhlichen Tag. Ach ja, letztens waren meine Verlobte und ich im Harz, ne? Ja. War sehr schön dort. Ja, glaube ich. Sehr schöne Winterlandschaft. Mhm. Vor allen Dingen, es lag Schnee. Oh, du kannst Kreis drücken. Dann brauche ich ja nicht weiterziehen. Jetzt kannst du Kreis drücken. Naja, aber es war schon Winterlandschaft und so, richtig? Schnee, Winter Wonderland, Alter. Ja, sehr schön. It's a Winter Wonderland. Ich bin nicht musikalisch. Euch auch zu Hause. Ich hoffe einfach zu euch so auch zu Hause. Haltet weiter durch. Bleibt gesund. Bleibt gesund vor allem, genau, wollte ich auch gerade sagen. Ist ja das, ist ja der Satz des Jahres, ne? Bleibt gesund. Na, ich glaube eher Corona ist das Wort des Jahres. Oder Covid-19 oder Covid. Aber lass uns nicht weiter drüber reden. Wir kommen jetzt auf andere Gedanken, genau. Aber, was für Fingernägel. So, jetzt starten wir hier praktisch in die Open World. Denke ich mal. Ne? Hier. Du hast ja schon mal so ein bisschen getestet. Kannst du mir sagen, wie groß so die Welt ungefähr ist? Also was? Oh, sie ist relativ groß. Also die Map ist zwar jetzt nicht so Witcher-Style-mäßig, aber. Machen wir mal erstmal einen Shot zum Einstieg. Ne? Mhm. So ein bisschen. Kleiner Tipp übrigens. Wenn die da reden, sollten wir lieber den Mund halten. Ich kann ja jetzt nicht den Sound hören. Ich lese ja nicht. Oh, gebrochene Nase richten. Ja, bitte. Ach, dieser Hurensohn. Alles in Ordnung, Hermano. So ein Bastard wollte mich überfallen. Hab's verhindert. Was? Jemand von hier? So, jetzt hören wir uns mal das an, was du sagst. Jemand von hier auf so eine scheiß Idee kommen, Pepe? Du kennst das ja schon. Nein. Hör zu. Nein? Ich hab Konzern. Ach, stimmt. Echt ernst diesmal. Du hast Ärger, schluckst aus. Ich mach mal. Klingt, als hättest du Ärger. Brauchst du Hilfe? Ah, ich wusste, auf dich ist Verlass. Weißt du, ich... Ich hab Schulden bei Kirk. Mann, der bricht mir die Beine, wenn ich nicht bis morgen zahle. Und der Mann, der stirbt ernst. Bin mal echt gespannt, was ich auch für Hilfe gleich kriege. Du arbeitest mit Kirk? Jede Sau in Haywood weiß, dass das ein verdammter Halsabschneider ist. Mein Bruder ist aus dem Knast. Wollte ihm eine Party schmeißen. Ach, hab Scheiße gebaut wie... Wo du jetzt noch nichts auswählen, ne? Ich will nur mal kurz sagen, alles, was du tust und sagst und machst, hat eine Auswirkung. Ja. Das ist das Krasse bei dem Spiel. So eine Art Schmetterlingseffekt, ne? Aber sowas von. Das heißt, frag lieber alles nach, nicht, dass du irgendwann nicht mal was nicht weißt, ne? Wirst du sehen, Herrn Pepe. Geht's wenigstens deinem Bruder gut? Ja, der zieht sein Ding durch. Also, hilfst du mir? Ich rede mit Kirk, aber dann schuldest du mir was. So, dann schauen wir uns erstmal um. Oh, guck mal hier. Willkommen in Cyberpunk 2077. Jawohl. Dein erster Besuch in Night City Croom. Chum. Verfolge die Tutorials aufmerksam und mehr über die Grundlagen des Spiels. Weiter. Wenn du bereits ein erfahrener Edge Runner bist, kannst du die Anzeige der Tipps auch deaktivieren. Du kannst über die Datenbank jederzeit auf die Tutorials oder die wichtigsten Themen im Cyberpunk 2077 auch zugreifen. 2020? jetzt habe ich es gerade über die zwei Sprecher. 2077 heißt es eigentlich am besten. Zugreifen. Okay, verstanden. Siehst du, merkst du? Merkst du, man sollte über 2077 sagen. 2077 klingt besser. Sind die Dämonen. So, jetzt können wir hier wahrscheinlich jeden ansprechen. Ne? Du kannst sie ansprechen, aber sie werden wohl nicht mit dir sprechen. Ja, so schaue ich mich ja erstmal um. Naja, auf der Minimap. In so einem Club, ne? Ja, das ist so ein kleiner Club. Ja, da kannst du so Games spielen, Pool machen. Kann ich irgendwo eigentlich eine Karte aufmachen? Du hast zum Beispiel ja die Minimap-Karte oben auf. Genau. Ne? Also, du musst eigentlich nur den Minimap zu dem Ausrufezeichen. Mhm. Okay, verstehe. Und wir müssen jetzt mit Kirk reden. Genau, Kirk. Kirk. Also es ist ja nicht Kirk, sonst wäre ja ein Ö. Also Kirk, ne? Genau, dann sprechen wir uns mal. Hey, Kirk. Ah, hallo, Kirk. Du siehst ein bisschen verpixelt aus. Wie? Oh, lang nicht gesehen. Jetzt ist er hübscher. Schieß los, was willst du? Hör zu, Pepe hat mich geschickt. Wieso?
Zu fallen, wie Eddie selbst zu bringen? Sag ihm, ich beiße nicht. Na. Der sieht ja auch nett aus. Frag ihn mal, was er ihm schuldet. Was schuldet er dir? Ich will die Privatsphäre meiner Kunden nicht verletzen. Aber sagen wir mal, eine Menge. Ein Kredithai mit einem Gewissen? Klingt zu schön, um wahr zu sein. Tja, sehr nett, so ein vertickter. Nein, halt hier cool, ja. Frag mal Big Joe, was er will. Was willst du? Hey, was ist dein Problem? Auch nicht schlecht. Okay. Ja, es ist ja Dezember, meine Damen und Herren. Ja? Er zahlt schon noch. Er braucht nur etwas Zeit. Sehe ich aus, als ob ich hier einen Wohltätigkeitsverein schmeiße? Wenn man sich Eddies borgt, zahlt man sie zurück. Mit Zinsen. Das ist verficktes Allgemeinwissen. Soll ich etwa ein Auge zudrücken, nur weil der Wichser nicht weiß, wie so ein Deal läuft? Also es scheint ja so, dass man jetzt erstmal die Charaktere kennenlernt. Weil ich dich darum bitte. Du kennst mich. Ich bin Geschäftsmann. Ich muss wissen, was für mich dabei rausspringt. So wichtig ist, dass du die Charaktere ausreden, dass wir vor du sprichst. Mhm. Eingefallen bei mir und du kriegst keinen Ärger. Nee, du kriegst keinen Ärger oder eingefallen bei mir? Hab's ziemlich eilig. Das andere, das untere, das ist so Krawall. Da kriegst du gleich eine richtige Prügelei wahrscheinlich oder Ballerei. Du kriegst keinen. Was dir halt lieber ist. Gefallen? Ich weiß, gefallen. Nichts ich ist umsonst. Ich schulde dir dann einen Gefallen. Verlockend. Ich hab da schon eine Idee. Scheme Sheet nehmen. Okay. Frag erstmal, was das ist, oder? Okay. Megakarre auf der Titelseite. Gibt davon nur 4 Stück in NC. Eine hat der Direktor von Rayfield. Ryan die zweite. Die dritte gehört einem Verleih. Und die vierte? Die wird meinem Klienten gehören. Natürlich erst, nachdem du sie für mich klaust. Naja, willst du jetzt sehr zurückgezogen sein oder willst du eher der... Jo, ich mach das. Das ist ziemlich eilig. Okay, Frag ihn lieber nach, ob er an die Schulden glaube nicht. Und selbst wenn... So na gut, hör nicht auf mich. Frag auf mich überhaupt dabei. Das Gute ist, als unberührte Autodieb-Jungfrau musst du dich um die Planung hier nicht kümmern. Hab alles schon geregelt. Ganz simpel. Du klaust mir den Rayfield und ich vergesse Pepes Schulden. Ich gebe dir sogar was vom Gewinn, weil ich so korrekt bin. Mein Kumpel Rick arbeitet in der Parkgarage vom Embers, dem Club, wo unser Rayfield-Fahrer abhängt. Jeden Freitagabend, ohne Ausnahme. Sobald du da bist, gehen die Kameras aus und das Tor auf. Ganz einfach. Dann machen wir die Mission gleich mal. Du nimmst dir den Rayfield und fährst raus. Sollten wir. Das war's. Mhm. Gut, wie umgehe ich jetzt hier? Wie gehört das? Ja, frag mal durch, was du machen willst. Oder was du fahren willst. Und dein Kumpel Rick? Eilig. Dem vertraue ich wie einem Bruder. Wie soll ich das anstellen? Soll ich auf einem Skateboard und das Auto rollen und das mal eben schnell kurz schließen? Kirk, Karren wie die haben Sicherheitssysteme. Verdammt gute. Ja, mit seinem Burger dieses Schätzchen funktioniert wie der Schlüssel, den Rayfield-Mechaniker verwenden. Öffnet Schlösser, umgeht die ID-Kontrolle. Ein Generalschlüssel für alle Rayfields in der Stadt? Das glaubst du doch selbst nicht. In Kabuki verticken die Tech-Zauberer noch magischeren Scheiß als den. Vertrau mir mal. Also, sind wir uns einig? Gut, wir machen das, oder? Ja, ich würde sagen, ja. Sind wir. Das freut mich. Wusste doch, du bist nicht dumm. Geh zum Embers im Glen. Rick wartet in der Garage. Ja gut, da haben wir jetzt die Aufgabe. Ihr zwei dann werdet euch blendend verstehen. Dann gehen wir mal los. Anscheinend, also der Kirk, der ist auch keine... Will keinen Fisch anbrennen in der Pfanne. Ja. Ich denke mal, dass der uns irgendwie verarschen wird, 100%. Ich bin sowas von klar. Aber ich glaube, er macht jetzt erstmal den Eindruck, als wenn er nicht so nachtragend ist. Ja, wie es halt mit Kredithain ist, ne? Die haben eigentlich kein Gewissen. Deswegen ist das untypisch. Das kann gut sein, dass das alles nur eine Falle ist. Sind zwar. Okay, Pater.
Na, wen haben wir denn hier? Ja, wie? Ist der Weile her? Wusste nicht, dass du hier bist. Ah, ist ein guter Freund von dir. Sebastian Ibarra, hast dich kein Stück verändert. Niemand nennt mich mehr beim Namen. Schon fast vergessen, wie er klingt. Wie läuft's, Padre? Wie immer. Hier in Haywood ändert sich nichts. Aber die Maps sieht echt cool aus. Erzähl lieber von dir. Mhm. Achte lieber erstmal auf das Gespräch. Das stimmt. Haywood hat sich nicht verändert. Kam vor ein paar Wochen aus Atlanta zurück. Du bist auf Haywood-Art begrüßt worden, hm? Wie war's im Osten? Sag ich dir später. Ich habe gerade was zu erledigen. Finde, wir sollten jetzt reden. Kannst bei uns mitfahren. Gut, dann machen wir uns mal dran. Markus, fahr los. Naja, du. Ja, ja. Jetzt schauen wir mal ein erstmal. Ja, wenn du jetzt aber fahren musst, ne? Ah, ich muss fahren. Okay. Weiß ich nicht. So. Oder. Ich steig in das. Ah, ne, du musst da einsteigen. Ja, genau. Okay. Dann steigen wir mal hinten ein. Oh, sieht auch schön aus der Wagen. Ja, sehr, sehr technisch. Zum ja, Glenn. Technisch. Lass mich schon E-Auto, ne? E-Mobilität. Ja, wir unterstützen E-Mobilität. Rampe aber es erinnert mich so ein bisschen an dieser Film. Du hast ihn gehört, Markus. Mit, Blade Runner? Blade genau, Runner? Blade Runner. Genau, hier mit Harrison Ford. Wie läuft es? Beschäftigt? Mhm. Genau, von dem Auto her so ein bisschen auch. Ja, eigentlich war das auch fliegende Autos, aber... Ja, ich schlag selbst zwei durch. Jahre später ja, hat sich kaum was verändert. Du kennst ja Haywood. Starke Wurzeln. Immer mit demselben so. Blut gewässert. Kann man eine Außenansicht machen? Und jetzt erzählen wir von... Nein, noch nicht, nein. Okay. Später, wenn du dann dein eigenes Auto hast. Mache hier und da ein paar Jobs. Nichts Großes. Aber ich komme klar. Danke für die Nachfrage. Also, lief Atlanta nicht ganz so wie erhofft, hm? Bin eigentlich ohne Erwartungen hingegangen. Naja, hatte gehofft, es ist dort besser als hier. War es aber nicht. Vielleicht ist es am Ende besser so. Schauen wir mal. Also ich weiß nicht, was mich halt gerade die Frage stellt, ist so ein bisschen, wie das Ganze jetzt ausgehen wird. Oh, da haben wir anscheinend schon Besuch. Halt mal an. Was ist los? Was ja, geschäftlich? Mal, wie es geht. Bist du bewaffnet? Was da jetzt abgeht. Oh, jetzt ist was Geschäftliches. Oh je. Bist du bewaffnet? Hast du eine Waffe? Weißt du das hier? Das weiß ich nicht. Sebastian Barr. Aber warte mal ab. Nach was mein Glückstag heute was willst du? Die Sache klären. Ein für alle Mal. Hab ein Angebot für dich, Papi. Hör mir genau zu. Verpiss dich aus Vista. Ruf deine Jungs zurück von der Straße. Ich lass dir den Glenn. Hand drauf. Keine schlaflosen Nächte mehr. Großzügig von mir, oder nicht? Und Papi? Noch ein verdammtes Wort. Halt dich da raus. Ich kenn dich nicht. Ich dich auch nicht. Heißt, dass du hier einen Scheiß bedeutest und noch weniger als das kannst. Na? Sonst noch was? Ich glaube, unser Gespräch ist damit beendet. Vorsicht, Padre. Du weißt nie, wenn eine Knarre auf dich richtet. Du auch nicht, Missgeburt. Markus, fahr. Ja, das wird. Der scheint ja. Komischer Kerl. Ja, so ein Sixth Street Warrior heißen die anscheinend. Ja. Ich glaube, das ist eine der Gang Gangs. Sehen, dass du deine Wurzeln nicht vergessen hast. Sein. Vor allem, ich muss ja erstmal so reinkommen. Ich weiß ja gar nicht, wie die Verhältnisse der mit den Leuten zum Teil sind. Bisschen auch. Sich in die Hose, wenn ihnen das jemand eine Knarre ins Gesicht spannend auf jeden Fall jetzt. Ich hatte zum Beispiel die Bande, die Maelstroms. In einer Woche ist er weg. Und die waren relativ hochtechnologisiert. Ich glaube, die triffst du schon. Er hat dich bedroht. Ui, oh, okay. Hat er. Und dafür wird er bezahlen. Ja, ihr könnt ja auch mal, wenn ihr zuschaut, sagen, wie euch das Spiel bisher gefällt, beziehungsweise wenn ihr es halt gekauft habt. Ihr habt gleich da hier. Bestimmt auch schon ein paar Erfahrungen gemacht. Sagt auch wenn es nicht schöne hier. Waren, trotzdem. Ja, mal gucken. Also wie gesagt, ich finde, jetzt gerade läuft es eigentlich ganz flüssig. Wenn man Karte sein. Nehmen, ist ja, das ja, dann nimm die Karte. Gleich können wir schauen wieder uns das zusammenarbeiten. Mal an. Mhm, sehr schön. Danke, Padre. Also erster Eindruck sagt los. Mir eigentlich schon, dass das Spiel sehr vielfältig sein wird wahrscheinlich. Aussteigen. Naja, ein, zwei Bugs muss es ja noch bearbeitet werden, ne? Ja.
Aber das ist halt normal. Ne? Wir sind richtige Street Kid. Wir wissen, wie man Jump'n'Run macht. Ja, die haben es drauf. Also das ist erstmal der erste Einblick von dem Spiel. Wir haben auch gleich die halbe Stunde erreicht, die wir eigentlich aufnehmen wollten. Ja. Aber wir können ja noch... Ich würde einfach sagen, wir versuchen das jetzt mal hier. Ach, wir müssen uns hier ein bisschen... Annehmen. Obwohl, ich würde bei einer halben Stunde halt einen Cut machen und dann würde ich halt weiterlaufen lassen. Dann, weil dann ist das auch mit der Share Factory alles safe. Genau, dann würde ich sagen... Nein, wir machen noch die halbe Stunde voll. Machen wir die halbe Stunde noch voll und dann machen wir einen Break und machen weiter. Dann. Machen wir hier jetzt, drück mal Viereck. Viereck. Ja, du musst schon da ran. Ja, warte, ich bin mit dem Controller, so. Oder geh auf Parkebene. Ah, ja, genau, Parkebene. Ah, Parkebene, genau. Ja, sonst geht's natürlich nicht mehr. Perfekt. Und wie? Lagebericht. So. Finde den Rayfield. Bin angekommen. Geh mal ans Telefon. Suche jetzt deinen Kumpel. Hab ich gemacht. So. Rick ist einer von uns, wirst schon sehen. Ich vertraue ihm wie einem Bruder. Ja, sagtest du bereits. So, dann wollen wir mal gucken, wie das läuft hier. Da steht der Wagen. Alter, geile Kacke, Alter. Junge. Aber wir müssen uns erstmal schleichen hier wahrscheinlich. Oder? Ich glaube... Also, warte mal kurz. Wir haben die Möglichkeit, optional erstmal Rick ausfindig zu machen. Wollen wir nicht lieber erstmal Rick finden? Kirk. Ja, ich sehe den. Dann gehen wir erstmal zu Rick. Das ist optional. Scheiße. Verzeihung. Jetzt können wir das nicht monetarisieren. Shit. Geh zum Auto. Du kannst nicht mehr zurückgehen. Alles gut. Ich hab ihn. Ich weiß nicht, ob dein Alarm bei dir ausgelöst wurde. Ob diese Zaubertech was taugt. Ja. Mir fehlt einfach der Glaube. Dann vergiss es mit Rick. Ja, siehst du? Wir sind reich. Starte den Wagen und sag mir, wenn du unterwegs bist. Wow. Ich sag dir, wohin. Okay. Scheint ein lockeres Ding zu werden. Sehr gut. Geil. Das ist ja mein schönes Auto. Scheint ein lockeres Ding zu werden. Ich glaube, jetzt wird's ernst. Naja, wir müssen jetzt mal auf den Heck warten. Oh, wow. Stabile Kiste. Okay. Oh, cool. Hallo. Nichts Persönliches, Kumpel. Nur Geschäft. Der Rayfield gehört mir. Nie von Gauner Ehre gehört? Wer's findet, dem gehört's. Ich war zuerst hier. Hey, gibt zwei Arten, das zu regeln. Die nette oder die abgefuckte. Beide haben dasselbe Ergebnis. Ich nehme das Auto mit. Oh, was machst du? Das ist ein bisschen besser. Ach du Scheiße! Bleib, wo ihr seid! Oh, Kacke. Jackie Wells, mein alter Verwandter vom Block. Ich sehe, anscheinend, ja. Inspektor. Urin, Uran. Deine Visage kommt mir auch bekannt vor. Das hat ja vor. Nicht so gut funktioniert. Na los, werd bald. Ich warte. Was sagt man dazu? Ein Plaudern. Warte, drück mal. Drück irgendwas. Abgehauen nach Atlanta. Auf der Suche nach dem Glück. Die Suche war wohl erfolglos. Hab immer gesagt, all das Haywood-Gesorgs ist gleich. Ihr werdet hier geboren, ihr lebt hier und ihr sterbt hier auch. Hatte wohl recht damit. Genug mit dem Geplauder. Was passiert jetzt? Ich nehme euch fest und buchte euch ein. Gratisurlaub. Komm schon, Stinks. Wenn du uns festnimmst, keulen wir uns die Hände wund bis zum Gerichtstermin. Und dann... Wir kriegen maximal ein paar Monate. Scheiße. Gibt ihr nur noch Stehplätze in El Bote? Das sind die Diebe, gewöhnlicher Straßendreck. Ich hab sie in Gewahrsam, Mr. Fujioka. Wir führen sie sofort ab. Verschwendung von Mitteln. Ich habe keine Zeit für Zeugenaussagen und Ermittlungstheater. Soll ich sie gehen lassen, Sir? Schmeiß sie ins Meer. Ich lach mich auch ganz gebrochene Beine und Bleigewichte, damit dieser Müll kein Treibgut wird. Dann lassen seine Bodyguards. Ihr habt ihn gehört. Oh, schmeiß ins Meer. Jawohl. Stand da, ja. Ja. So wird's geregelt.
Ja. Die Cops sind auch nicht so wirklich die besten Freunde. Nicht so wirklich die Gerechten und Sozialen, ne? Nee, nicht so wirklich anscheinend. Ja. Aber hey, hier haben wir schon mal unseren Kumpel kennengelernt, den Jackie. Ja, wenigstens das. Ja. So, dann schauen wir mal. Gleich geht's weiter. Ich bin echt gespannt, wie diese Sache jetzt ausgeht. Vor allem, es ergeben sich gefühlt immer wieder neue Situationen, wo man dann sich darauf einlassen muss. Wie eben dachte ich jetzt, geil, jetzt können wir ein bisschen Autoracen, Autorennen. Vor allem, das war eine geile Karre. Und es war echt geil und dann kommt sowas, weißt du? Ich habe mich schon so gefreut gerade. Naja. Guck mal, wo wir jetzt sind. Dachte nicht, dass wir da lebend rauskommen. Komm mal. Ach, die haben den raus. Mann, ich auch. Stins hat's auf Leute wie uns abgesehen. Aber ein bisschen Ehre hat er noch. Und sein Sinn für Ehre soll uns gerettet haben. Ja, naja. Und dass er aus Haywood ist. Wie wir. Wäre ich nicht aufgekreuzt, würdest du jetzt in der geilen Karre durch Night City cruisen? War alles meine Schuld. Warte, was? Die Bullen waren nicht zufällig da. Weil Tag muss den Alarm ausgelöst. Doch. Achso, ich hab so lange gewartet. Hast du wohl nicht anders gewollt. Ich wusste ja nicht, wo ich fahren soll. Krass, das Spiel hat immer so viele Funktionen, wenn man was falsch macht. Ne? Das heißt, aber wenn jetzt ich das nicht ja. Jackie Wells. Aus dem Coyote. Dafür kenne ich ihn jetzt. Ne? Mhm. Hab den Auftrag für diesen Autoklau im Coyote bekommen. Von Kirk. Du arbeitest mit dieser Pestsäcke. Pepe schuldet ihm was und kann nicht zahlen. Wollte ihm helfen. Ha, Mann. Frag mich echt, warum Pepe sich von diesem schmierigen Kurt was sagen lässt. Hab gehört, der hat die Kartelle im Rücken. Kartelle? Nee. Ich kenne diese Kartelltypen. Und garantiere dir, keiner von denen hat je von Kurt gehört. Cabron, du musst lernen, was Anstand und Ehre in Haywood bedeuten. Einfach so? Du hast mir gerade erst eine Knarre ins Gesicht gehalten. Wer meinen Homies hilft, ist korrekt. Nichts passiert. Alles gut? Alles gut. Ja. Ich habe ein echt gutes Gefühl. Ja. Was meinst so, du? Jetzt haben wir uns schon mal sehr angefreundet. Uns beide. Und vielleicht kann man ja dann irgendwie zusammenarbeiten. Weißt du? Ja, okay. Ja. Ciao. Und jetzt komm. Nee. Ich bin mal so im Voraus, wir können nicht dann mal losieren, wie die Folgen werden. Ja. Nee, man kann es auch schlecht vorhersagen, was passiert, weil... Jetzt! Jetzt, genau. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren.